Herzlich willkommen. Ich bin hier heute mit der lieben Karin Opitz-Krehr zusammen und möchte mit Karin über das Thema Network Marketing und im Speziellen über Network Marketing mit Young Living sprechen. Network Marketing ist für mich einer der vielen Wege, die ich immer wieder für sehr interessant und sehr spannend finde, wenn man sich weitere Einkommenskanäle aufbauen möchte. Man darf allerdings nicht unterschätzen, dass man auch im Network Marketing etwas zu tun hat, ein Business aufbauen muss und wirklich auch als Unternehmer aktiv wird. Und eine der Firmen, die mich überzeugt haben, wo ich übrigens auch ständig und permanent von irgendwelchen dieser Produkte umgeben bin, hier jetzt Zitronen- und Copaibaöl für meine Haut und für meine Erfrischung am Morgen, ist Young Living. Und die Frau, mit der ich da seit, ich weiß nicht, etwas über einem Jahr inzwischen verbunden bin und zusammenarbeite, fast anderthalb Jahre, ist die liebe Karin Opitz-Krehr, die sich unfassbar gut auskennt, sowohl im Thema Network Marketing grundsätzlich, als auch ganz im Speziellen mit all diesen wunderbaren ätherischen Ölen, mit dem Kräutergarten aus der Flasche sozusagen und den ganzen Wirkweisen und den ganzen Vorteilen, die man auch wirklich für sein eigenes Leben mit diesen ätherischen Ölen verwenden kann. Und da freue ich mich sehr, dass ich mit dir ein bisschen darüber plaudern darf. Begrüße dich erstmal ganz herzlich, liebe Karin, und bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Ja, also vielen Dank für die Einladung, Eva. Und ich freue mich auch jetzt halt auf unser gemeinsames Gespräch. Genau. Lass uns vielleicht erstmal grundsätzlich bei Network Marketing anfangen. Ich weiß, dass auch du einen relativ langen Weg hinter dir hast, was mir ja auch so ging, wo du vieles probiert hast. Bei mir war es eher so, dass ich vieles abgelehnt habe. Network Marketing ganz im Speziellen und es überhaupt gar nicht machen wollte und es viele Jahre gebraucht hat, um wirklich für mich zu verstehen, es ist nicht illegal. Es ist kein Betrugssystem, ich werde nicht veräppelt, sondern es ist sogar ein richtig spannendes und ganz, ganz gutes System. Und du hast auch vieles ausprobiert, bist mit vielen Firmen und mit vielen Vertriebssystemen schwanger gegangen, bis du endlich gesagt hast, okay, jetzt habe ich den richtigen Schlüssel, das richtige Schloss, das richtige Produkt, das richtige Unternehmen gefunden und genau jetzt kann das richtig loslegen. Magst du uns ein bisschen von deiner Reise erzählen? Ja, sehr, sehr gerne. Also vielleicht so zu meinem Ursprung. Ich bin von meinem Ursprungsberuf her Sparkassenbetriebswirtin. Also wir kommen ja beide so aus dem Finanzbereich auch und also was komplett anderes als das, was ich heute mache. Und im Jahr 2000 ist unser Sohn geboren worden. Das heißt, wir waren eine junge Familie mit einem Baby. Und dann ist mir das erste Mal Network Marketing vorgestellt worden. Und vor 20 Jahren war das noch nicht so bekannt. Also ich finde, in den letzten 20 Jahren hat sich Network Marketing auch nochmal verändert. Und ein Modell, was mir nicht aus dem Kopf gegangen ist, also das war also ein total langweiliger Prospekt an sich, also total altmodisch gemacht, aber ich habe den immer wieder in die Hand genommen, weil das in meiner alten Denkweise, wo ich in der Bank, also ich war in der Individualkundenbetreuung, man muss sich das so vorstellen, ich habe einen bestimmten Kundenstamm gehabt, jeder von uns Individualkundenbetreuer war ein eigenes Profit Center. Das heißt, jeder von uns war ein Einzelkämpfer. Und diese Idee, die mich fasziniert hat im Network Marketing, ist, dass es nicht nur auf meine eigene Leistung ankommt, aus der ich bezahlt werde, sondern dass es darauf ankommt, was im Team entsteht. Und ich habe da mal was vorgemalt, weil ich das ständig auch brauche für meine anderen Gruppen. Wenn man sagt, man ist hier in der Mitte und man findet Gleichgesinnte, die auch mit der Idee konform gehen. Und der eine kann 5 Stunden in der Woche einsetzen, der andere kann 10 Stunden in der Woche einsetzen, um da drin was zu tun. Der andere hat 25 Stunden Zeit. Also jeder steht ja an unterschiedlichen Punkten in seinem Lebensweg gerade und hat unterschiedlich viel Zeit zur Verfügung. Und aus den Bemühungen, die in der Summe entstehen, daran hat man eine Beteiligung. Und das kann halt viel, viel mehr ausmachen, als wie wenn man selber 100% schuftet, wenig schläft, weil das habe ich nämlich auch hinter mir. Da kann viel, viel mehr rauskommen, wenn man sein eigenes Netzwerk eben aufbaut. Und diese Idee hat mich fasziniert. Absolut, es ist einfach total smart, wenn man das nicht völlig und ganz alleine machen kann, weil es auch einfach im Leben immer wieder Situationen gibt, in denen man auf
die Gruppe auf das soziale Netz angewiesen ist. Da, also das möchte ich mir gar nicht in den Fokus stellen, dass ich das mache, um in solche Situationen zu kommen. Aber das Leben spielt eben ab und an mal so. Und dann ist es schlau. Und ansonsten ist es auch vor allem dann schlau, wenn man rechnen kann und weiß, wie eine Exponentialfunktion aussieht und weiß, dass nicht nur ich selber Stück für Stück verdienen kann, sondern wenn ich mein Team so aufbaue, dass ich mein Team auch befähige, dass diese Stück für Stück verdienen, dann ist mein Einkommen nicht mehr linear steigend, sondern irgendwann exponentiell steigend. Ne? Genau. Genau, also das ist halt auch dieser Punkt, die meisten kommen ja aus dem Angestelltenverhältnis und da tauschen wir einfach eine gewisse Stundenanzahl gegen eine gewisse Menge Geld. Wenn uns das nicht ausreicht, dann machen Leute halt noch irgendeinen Nebenjob. Aber ich sage mal, irgendwann ist man limitiert, weil man ja auch noch schlafen muss. Und wenn man jetzt im Network Marketing eben sein Kontaktnetzwerk aufbaut, mit denen man auch zusammenarbeiten möchte, dann ist das am Anfang eine ziemliche Anstrengung. Also ich habe das auch mal aufgemalt. Das ist am Anfang, wahrscheinlich ist es sogar noch zu hoch gemalt. Am Anfang ist es ziemlich schwierig, aus dem Quark zu kommen. Nur irgendwann ist ein Punkt erreicht, wo man selber gar nicht mehr so viel machen muss, weil eben eine Dynamik entsteht und dann ist es so, dass man für relativ wenig Aufsatz eine relativ hohe Beteiligung am Umsatz eben hat. Also prozentual ist es immer das Gleiche, nur dadurch, wenn halt das Volumen steigt dann letztendlich auch der ausgezahlte Betrag. Und das ist das, was es spannend macht. Und deswegen ist es auch interessant, diese Nuss des Network-Marketings zu knacken. Mhm. Ja, du hast doch immer gesagt, es ist im Grunde wie so ein Flugzeug. Das braucht am Anfang einfach viel Schub. Das brettert erstmal über den Boden und am Anfang braucht es auch richtig viel Energie. Ne? Da kann man nicht ganz gemütlich mal so lostuckern, sondern da geht es voll dampf los. Und wenn es dann aber mal in der Luft ist, dann wird alles wirklich viel einfacher. Ist es dir so gegangen, als du damals in Kontakt gekommen bist, dass du dich selber oder aus deinem Umfeld mit diesen ganzen gängigen Vorbehalten gegen Network Marketing konfrontiert sahst? Ja, also ganz am Anfang vor 20 Jahren, unsere Eltern, die waren schwer verstört, dass wir jetzt Network Marketing machen. Also mein Mann ist Diplom-Betriebswirt und ich, wie gesagt, Sparkassen-Betriebswirtin. Also wir haben beide einen gescheiten Beruf gelernt und dann bin ich nach der Babypause nicht mehr zurück in die Bank, sondern habe eben damals dann eben schon Network Marketing gemacht. Wir haben damals also mit unserem ersten Unternehmen 7 Jahre zusammengearbeitet, wo wir viel gelernt haben. Dann hat sich das Management sehr stark verändert und dann haben wir aktiv was anderes gesucht. Und unsere Eltern haben es nie verstehen können, warum ich doch so einen guten und in Anführungszeichen sicheren Job aufgebe, um sowas zu machen. Und ja, es ist halt so, dass so in der Hirnrinde einfach schon noch verschiedene Glaubenssätze oft drinnen hängen. Und so wie du auch gesagt hast, du hast auch ein bisschen gebraucht, um gegen deine Vorurteile, die du auch hattest, die beiseite zu legen und zu sagen, hey, das ist ja eigentlich ein ganz geiles Modell. Und so ist es bei uns auch. Also wir sind dadurch viel, viel durchgegangen. Das, was ich jedem empfehlen möchte, ist, wenn man sagt, okay, das hört sich interessant an, Network Marketing, prüf erst einmal, zu was zieht es dich hin, weil es gibt mittlerweile so viel, was es im Network Marketing gibt. Und meine feste Überzeugung ist einfach die, du wirst dann erfolgreich im Network Marketing, wenn du mit jeder Faser deines Körpers voll und ganz hinter dem Produkt und hinter dem Unternehmen stehen kannst. Und weil wenn das irgendwas ist, wo du sagst, ah, das scheint ein ganz gutes Geschäft zu sein, springe ich mal auf den fahrenden Zug auf, aber dir fehlt so diese innere Begeisterung, dann würde ich sagen, lass die Finger davon. Mhm. Es gibt ja auch ehrlicherweise wirklich eine Menge, die sich kurzfristig anzünden und begeistern lassen. Ja, und ich kenne das auch selber. Es gibt viele, viele Ablenkungen, viele andere Dinge im Leben, die so passieren. Aber die Herausforderung oder sagen wir mal das Erfolgsrezept in Network Marketing ist nicht einmal aufzulodern, sondern wirklich konstant etwas zu tun. Und das muss gar nicht extrem viel sein. Aber wenn man im Network Marketing startet, dann möge man sich bitte nicht einbilden, dass das im Gegensatz zu jedem anderen Geschäft der Welt kein Fokus und keine Aufmerksamkeit bedarf. Ja, wenn euch jemand erzählt, dass ihr Geld verdienen könnt, ohne etwas dafür zu tun, dann guckt, dass ihr schnell wegkommt. Ja, es bedarf immer
Geld, Zeit, meistens sogar beider Ressourcen, um sich ein stabiles Einkommen aufzubauen. Das wird euch nicht einfach geschenkt, außer ihr gewinnt im Lotto oder bei der Grundrente. Ansonsten ist es im Network Marketing wie in allen anderen Bereichen. Allerdings hat man hier die Möglichkeit, mit einem sehr geringen Investment und mit einem sehr geringen Risiko Unternehmertum auszuprobieren und sich darin wirklich auch zu testen. Aber auch hier mag direkt gesagt sein, das ist Arbeit. Und nur wer wirklich arbeitet, wird auch erfolgreich sein. Inzwischen, Karin, seid ihr beide sehr, sehr erfolgreich auch mit eurem Team. Ihr habt wirklich ein großes Team. Ihr habt schon einen hohen Rang erreicht. Vielleicht kannst du auch mal so aus deiner Erfahrung sagen, wie lange es im Durchschnitt dauert oder wie lange es optimalerweise dauern kann oder auch dann im Durchschnitt dazu im Gegensatz dauern kann, um so verschiedene Stufen zu erreichen und was damit auch finanziell verbunden ist. Ja, also ich kann jetzt einfach mal von Young Living sprechen oder vielleicht sage ich noch ganz kurz dazu, also nachdem wir dann mit dem ersten Unternehmen aufgehört haben und aktiv nach einem für uns passenden Network gesucht haben, haben wir 12 Firmen kennengelernt. Das heißt, wir haben 12-mal ein Starter-Set gekauft, wir haben 12-mal einen Marketingplan studiert und sind durch das alles durchgegangen mit dem Fazit, dass wir zum Teil viel Geld verbrannt haben, dass wir zum Teil aus Unwissenheit und auch aus Naivität heraus, aus bloßem Hervorpreschen auch Freunde verbrannt haben. Also auch unser Freundeskreis hat sich komplett ausgetauscht, muss man auch dazu sagen. Und wir dann 2013 an einem Status waren, wo wir gesagt haben, anscheinend ist Network Marketing doch nichts für uns. Und dann sind mir die Öle vorgestellt worden. Und ich wollte ja überhaupt nicht in diese Fläschchen reinriechen, weil in mir so ein Film abgelaufen ist. Ich weiß schon wieder, was kommt. Jetzt muss ich wieder ein Starter-Set kaufen und. Also weil wir mittlerweile natürlich eine gewisse Erfahrung hatten. Und also das war, wie wir herangegangen sind. Und dann war ich sehr, sehr skeptisch 2013 und wollte, wie gesagt, eigentlich gar nicht reinriechen. Dann habe ich es aus Höflichkeit gemacht. Und dann habe ich festgestellt, hey, das riecht schon anders als das, was ich an alternativen Produkten noch so im Haushalt hatte. Und dann habe ich mir aber gar nicht mehr zugestanden, ein Business aufbauen zu wollen, weil ich das Vertrauen so ein bisschen verloren hatte in die Branche und auch in mich, dass ich das kann, ein Network aufzubauen. Also das war der Status quo 2013. Und dann haben wir nur für uns in der Familie die Öle verwendet. Und die Leute, die halt zu uns gekommen sind als Besuch, die haben halt die Öle gerochen. Und dann habe ich, weil ich halt den Diffuser hatte und so, und dann haben die Leute gesagt, Mensch, das riecht so gut, das will ich auch. Und das war für uns das erste Mal, dass wir ein Produkt hatten, wo ein Sog auslöst, dass ich mich nicht so anbiedern muss, dass Leute von sich heraus sagen, das will ich auch. Und dann war es 2014, wo wir beschlossen haben, okay, wir probieren es. Und dann war es ungefähr 10 oder 11 Monate, dass wir in unserem Unternehmen den sogenannten Silberrang erreicht haben. Das ist die erste Führungsstufe. Da braucht es einen Umsatz ungefähr von 10.000 Euro im Monat. Und das war für mich ein Jahr vorher fast nicht vorstellbar, dass man mit ätherischen Ölen, also mit ätherischen Ölen in Anführungszeichen, einen Umsatz von 10.000 Euro im Monat schaffen kann. Und das macht man ja nicht alleine, sondern das entsteht eben in der Gruppe. Und das fand ich dann schon gut, dass wir das eben in doch so einem überschaubaren Zeitraum von 10, 11 Monaten geschafft haben. Mittlerweile ist es so, wir haben letztes Jahr im November den Platinrang erreicht. Da ist es so, dass man an einem Umsatz von 100.000 Euro im Monat partizipiert. Mega. Also eine krasse Entwicklung. Kannst du auch sagen, was das für deinen eigenen Geldbeutel in etwa bedeutet, einen Silber- oder einen Platinrang bei einer solchen Firma zu erreichen? Ist das immer gleich? Also es ist so, es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie aufgebaut ist, aber man kann jetzt mal so grundsätzliche Größenordnungen sagen. Also ein Silberrang fängt in der Regel so ab 1.000 Euro an, an dem man praktisch partizipiert, also dass dann die Rückvergütung ist. Und bei einem Platinrang ist es so ab 6.000 Euro plus. Also das ist schon was, wo ich sage, was ja dann schon relativ passiv reinkommt. Und vor allen Dingen das Wichtige finde ich, also da fängt es eben an, also ein durchschnittlicher Platin hat so 10.000, 12.000 Euro im Monat. Ja?
Es muss sich halt immer alles auch festigen dann. Was halt das Wichtige ist, dass Beträge wiederkehrend erwirtschaftet werden. Es geht ja nicht darum, dass ich jetzt sage, ich habe jetzt einmal irgendwas geschafft, sondern das, man will ja, dass das wiederkehrend und stabil kommt. Und da liegt der Fokus drauf, ein stabiles Geschäft aufzubauen. Da muss ich sagen, als Online-Business-Dame ist es zwar inzwischen auch so, dass ich stabil gewisse Durchschnittsbeträge jeden Monat erziele, aber das sind Durchschnittsbeträge, weil es doch immer wieder bestimmte Launches, immer wieder bestimmte Produkte gibt und ja, es natürlich auch Dinge gibt, die bereits auf Autopilot laufen, aber deutlich weniger, sagen wir mal, gleichfließend und gleichförmig aufgebaut ist als in einem solchen Businessmodell, sodass das für diejenigen, die sagen, es ist mir schon auch wichtig, dass ich ja, da so ein bisschen Ruhe reinkriege und dass ich nicht immer in dieser Überlegung bin, oh, wie sieht es nächsten Monat aus, ist es schon ein interessantes Geschäftsmodell. Ja, und wie gesagt, also für manche, das ist ja immer alles relativ. Also für manche ist jetzt, wenn man sagt, man hat um die 10.000 Euro monatlich als Einnahme über Network, dann sagen die, naja, ist nett, aber das ist jetzt noch nicht so, dass es mich vom Hocker haut. Also nach oben hin ist ja kein Limit, ja. Aber für manche ist es auch so, dass das schon fast zu hoch ist, dass sie sich das nicht vorstellen können. Für manche ist es wichtig, erst einmal 300 bis 500 Euro stabil dazu zu verdienen. Und das ist relativ leicht möglich. Wenn ich das sicher habe, ist oft der nächste Schritt, dass man sagt, okay, 1.000 Euro mehr ist ja auch nice. Und so war es bei uns eben auch. Also am Anfang ist es so, dass es schon eine große Erleichterung ist, wenn die eigenen Produkte nichts mehr kosten, weil nämlich das schon dadurch gedeckt ist über das, was eben monatlich reinkommt. Und dann ist der nächste Schritt, dass was hängen bleibt, dass mehr hängen bleibt. Dann war es für uns eine große Erleichterung, auch schon als 3.000 Euro stabil reingekommen sind. Und wie gesagt, jetzt ist es halt, dass es so 5.000 um den Dreh plus eben stabil ist. Und das ist schon mal was, wo ich sage, wenn man in der normalen Wirtschaft schaut, dann hat man für diesen Gegenwert also schon eine ganz gute Führungsposition. Und einen realistischen Zeitraum, den ich einfach empfehle, um sich diesem Projekt Network Marketing zu widmen, sind 3 bis 5 Jahre. Also diese Zeit sollte man dem Modell einfach geben, weil man wird das erste Jahr brauchen, um sich selber erstmal zurechtzufinden im Unternehmen, wie läuft denn das alles, und muss seine Erfahrungen sammeln. Und dann fängt es in der Regel erst ab dem 2. Jahr richtig an, dass man sagt, so geht es. Und dann kann man richtig loslegen. Obwohl in mir ja die Hoffnung nie stirbt, dass mit dem richtigen Mentor man auch relativ schnell in die Vollen starten kann, wenn man sich entscheidet, wirklich loszulegen. Und dann einfach, also natürlich wird man nicht nach einem Jahr Diamond Crown, ja, aber man, ich glaube schon, dass man auch, sagen wir mal, in einem relativ überschaubaren Zeitrahmen, der natürlich länger als 3 Monate ist, man muss schon auch wirklich die Arbeit investieren, aber dass man auch einiges erreichen kann, wenn man wirklich kontinuierlich sagt, ich bleibe dran. Es gibt 2 Dinge, über die ich mit dir auch noch kurz reden möchte. Zum einen sind das auch wirklich die Produkte, weil du hast vorhin gesagt, die eigenen Produkte, ihr habt das dann auch immer verwendet. Ich habe es auch selber erlebt. Ich bin selber auch schon immer ein Fan von gut riechenden ätherischen Ölen gewesen. Und wenn man wirklich anfängt, sich da rein zu vertiefen, erschließen sich einem plötzlich unfassbar viele neue Anwendungsfelder, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte. Und eine Schatzkammer an Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Du hast inzwischen, glaube ich, 10 Bücher geschrieben über die verschiedensten Wege. Es ist unfassbar, was man mit diesen Ölen alles machen kann. Da fände ich total schön, wenn wir zum Schluss auch nochmal darauf eingehen. Aber was ich jetzt auch noch ganz wichtig finde, ist das Daily Business. Wenn ich mich entscheide, in so ein Network einzusteigen, es kennen ja ganz viele diese, oh Gott, ne, ich kriege eine Freundschaftsanfrage und dann werde ich sofort gefragt, ob ich abnehmen möchte oder, also ich kriege dubiose Angebote, die nicht ganz zu Unrecht auch dafür gesorgt haben, dass Network Marketing sehr im Verruf steht. Ja, aber es gibt dem entgegen auch noch wirklich eine total integere und gute Art, Network Marketing zu betreiben. Wie läuft die? Was machen die guten Networker Tag für Tag, damit ihr Business wächst? Okay,
Also unser Geschäft ist einfach, mit Menschen zu sprechen. Also MLM wird ja auch oft übersetzt mit Menschen lieben Menschen. Und letztendlich geht es darum, den Menschen kennenzulernen. Und dann, wenn ich auch eine gute Beziehung zu demjenigen habe, und das braucht halt manchmal Zeit, das unterscheidet vielleicht auch so vom Online-Business, wo halt mal schnell irgendwas gebucht wird, ein Kurs gebucht wird oder so, sondern Network-Marketing, mir geht es um ein stabiles, einen stabilen Kontakt, weil wenn ich jetzt hier mir auch die Zeit dafür nehme, überhaupt erst einmal ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, das zahlt sich insofern aus, weil nämlich dann eine langfristige Beziehung besteht. Wenn da zu huschi-huschi gearbeitet wird, dann wird vielleicht ein schneller Umsatz gemacht, aber dann ist auch derjenige schnell wieder weg, weil er sagt, hey, die wollten ja doch nur mir was verkaufen. Letztendlich geht es darum, also auch so das Thema in Young Living, wir gehen für einen giftfreien Lebensstil. Und ich hätte auch vor, also 2013 habe ich halt ätherische Öle für eine Duftlampe benutzt. Ich hatte keine Ahnung, was man mit ätherischen Ölen alles machen kann. Heute sage ich, wir leben mit ätherischen Ölen in allen Lebenslagen. Das heißt, also wenn jemand zum Beispiel überlegt, schwanger zu werden, dann können wir Leute darin unterstützen, überhaupt mal den Körper vorzubereiten. Also das ist zum Beispiel auch mal so eine Idee, wo ich sage, bei den ganzen Giften, die wir haben, macht es durchaus Sinn, erst einmal selber Reinigungsgeschichten zu machen, sowohl der Mann als auch die Frau, um sich vorzubereiten, um überhaupt mal eine Idee zu haben, überhaupt mal schwanger werden zu wollen. Bei vielen ist es ja so, klappt auf natürlichem Weg nicht. Und wenn bestimmte Reinigungen gemacht werden, klappt es auf einmal. Also auch da können wir helfen. Wir können in der Schwangerschaft begleiten, wir können in der Geburt begleiten, wir können das Baby begleiten mit den passenden ätherischen Ölen. Da sind nicht alle dafür geeignet, aber es gibt Öle, die dafür geeignet sind. Wir können die Kinder begleiten, wir können die Tiere begleiten, wir können begleiten, wenn wir in schwierige Lebenssituationen kommen. Ätherischen Öle haben, manche haben Wirkstoffe, die mehr auf der körperlichen Ebene sind. Wenn man sagt, man möchte sich im Verdauungsbereich oder Bewegungsapparat oder so, also organisch unterstützen. Aber wir können auch ganz toll uns unterstützen, um uns auf der emotionalen oder auf der emotionalen Ebene auszubalancieren. Also wir können kochen damit. Also ich habe auch ein Kochbuch unter anderem geschrieben, vegan und vegetarisch kochen mit den ätherischen Ölen. Also es ist ein Füllhorn an Möglichkeiten. Und ein ganz großer Punkt ist eben auch den Haushalt zu entgiften. Und das ist was, wo viele sehr unbewusst sind, wo ihnen gar nicht bewusst sind, wie viel Chemie sie eigentlich im Haushalt haben und wo wir den Menschen gerne helfen, die Augen zu öffnen, mal mit einem neuen Blick durch die Wohnung zu gehen und dann in kleinen Schritten Stück für Stück einfach den Haushalt umzustellen. Absolut. Jetzt sind wir schon noch auf gute Weise auf beide Themen eingestiegen, mein Daily Work und auch die Öle. Ich würde auch gerne noch mal ganz kurz was zu diesen Ölen wirklich sagen. Ich habe ätherische Öle wirklich lange einfach, genau wie du, nur verwendet, um ein schönes Geruchserlebnis zu haben, ne? Und es gibt ehrlich gesagt auch einige Öle, bei denen ist das schöne Geruchserlebnis relativ und durchaus nicht für jede Nase ein großes Vergnügen, aber das Ziel eines solchen ätherischen Öles ist nicht vorrangig, unserer Nase zu schmeicheln, sondern ätherische Öle sind hochkonzentrierte Auszüge aus den Pflanzen und wir haben ganz, ganz viele reine Öle. Es gibt auch Ölmischungen mit verschiedenen sich gut ergänzenden, sinnvollen Kombinationen. Und wenn ihr mal überlegt, ganz viele Medikamente, die ihr sonst zu euch nehmt oder die Tees, ja, die basieren alle darauf, dass wir uns die Heilkräfte der Pflanzen zunutze machen für verschiedene Dinge. Und genauso können wir quasi dieses volle Spektrum auch über diese ganz hochkonzentrierten Öle verwenden, indem wir sie einfach über die Atemwege auch durchriechen oder auch durch einreiben. Muss man gucken, wenn die ganz konzentriert sind, muss man sie eventuell auch verdünnen, aber auch für uns wirklich körperlich nutzen, um uns diese komplette Wirkstoffbreite zugänglich zu machen. Allerdings sind diese ätherischen Öle keine Medikamente, sondern es sind wirklich nicht als solche zugelassen. Aber man muss sich einfach mal bewusst machen, wo die herkommen und wie so eine Kraft in so einem, ja, in so einer Pflanze auch einfach stecken kann und dass es weit mehr machen kann, als gut zu riechen. Ja, also ich sage immer gerne, die ätherischen Öle sind in der Pflanze unter anderem, weil sie die Pflanze selber schützen vor Viren, Bakterien, Pilzen und Parasiten.
Zusätzlich ist es auch das Hormonsystem der Pflanze, weil es lockt ja die Bienchen an. Es ist der Klimaschutz in der Pflanze. Und jetzt, wenn wir noch einmal so auf diesen Schutz eben vor Mikroorganismen gehen, habe ich jetzt so ein ätherisches Öl als Destillat, dann ist diese Kraft um ein Vielfaches verstärkt. Also es kann 20, 50, 1000-fach verstärkt sein. Und das macht es halt auch so wirksam. Und gerade jetzt so in Zeiten, wo bestimmte Viren oder andere Mikroorganismen durch die Medien auch getrieben werden, sage ich auch immer, einfach mal den gesunden Menschenverstand einschalten. Zum Beispiel macht es da Sinn, sein eigenes System zu stärken und zum Beispiel die Raumluft, in der man ist, zu reinigen, indem zum Beispiel, ich habe hier hinten zwei verschiedene Diffuser stehen, einer läuft gerade, da ist Wasser drin, ein bisschen von einem ätherischen Öl und dann wird die Raumluft gereinigt. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch das passende Öl reintue, was sogar noch mehr reinigt und ich habe jemanden, der vielleicht gerade irgendwie was angeschleppt hat, dann wird die Raumluft gereinigt und die anderen Familienmitglieder sind einfach schon mal besser geschützt und man selber kann natürlich auch durch verschiedene Anwendungen sein eigenes System schützen. Und das finde ich viel, viel sinnvoller. Und dann kann ich auch euch schon mal verraten, was passiert, wenn man damit anfängt. Dann hat man relativ schnell, also bei der Karin sieht man es jetzt hinten nur so ein bisschen blitzen, was sie da für Ölschätze stehen hat. Ah ja, da sieht man es hier schon viel besser, ja. Hat man ganz schnell, also ich weiß auch, dass ich ganz angefixt war. Karin, was brauche ich jetzt noch? Für was kann ich jetzt das alles noch verwenden? Und erzähl mal mehr. Und in Karin da einfach auch jemand gefunden habe, der sich auch wirklich mit dieser Seele, dieser Öle sehr gut auskennt und da ein unglaubliches Füllhorn an Wissen mitbringt. Wobei, also das soll jetzt bitte nicht abschreckend wirken, was da hinten steht, man braucht nicht so viele Öle. Aber man will nach und nach ganz viele Öle. Das kann gut passieren. Nee, ich sage nur dazu, ich gebe auch Anwendungen, also ich mache auch Wohlfühlanwendungen mit den Ölen. Und dann suchen sich die Leute je nach Thema halt ihre Öle auch aus. Und deswegen habe ich halt auch eine größere Bandbreite da. Was so für den Otto-Normalverbraucher sinnvoll ist, ist ein paar Öle, um sich zu unterstützen, um zum Beispiel in der Früh sich einzuschalten und abends vom Stress runterzukommen. Und viel wichtiger finde ich es, weil die Öle haben eben auch stark ordnende Kräfte. Das heißt, es kommt ein Entgiftungsvorgang in Fluss. Und wenn wir jetzt dann eben so wie wir es halt vielleicht gewohnt sind, so wie wir aufgewachsen sind, im Haushalt Stoffe verwenden, die nicht so günstig sind, dann kommt der Körper in eine Verwirrung. Auf der einen Seite schmeißen wir Gifte raus und auf der anderen Seite füllen wir immer wieder unser Toxinfest ein bisschen rein. Und deswegen ist es sinnvoll in diesen alltäglichen Produkten. Also wir haben zum Beispiel einen Haushaltsreiniger, der basiert eben auch auf den ätherischen Ölen. Der ist ein Konzentrat, da ist eine Flasche so viel wie 18 Flaschen Reiniger und den nehme ich für alles her. Das heißt, ich habe das, was ich vorher an Glasreinigungsmittel, Bodenreinigungsmittel, Badreinigungsmittel etc. hatte, ersetzt durch eine Flasche, die auch noch konzentriert ist und da komme ich locker ein Dreivierteljahr zum Beispiel mit hin. Mhm. Gerade nochmal unter diesem Aspekt, Leute wollen es hygienisch sauber haben, aber manche schütten da das Kind mit dem Bade aus, weil sie mit zu viel scharfen Sachen arbeiten, wodurch sie dann ihr eigenes Milieu kaputt machen. Und man weiß zum Beispiel, es gibt eine Studie, die ist in Schweden gemacht worden, die heißt Putzen ist das neue Rauchen. Das heißt, mit chemischen Reinigern zu putzen, ist genauso schädlich wie jeden Tag 20 Zigaretten zu rauchen. Und das machen sich viele halt nicht bewusst. Das hört sich nicht so schön an. Nee, in der Tat. Und also, wie gesagt, es öffnet nicht nur die Möglichkeit, sich einen weiteren Einkommensstrom aufzubauen, sondern es öffnet wirklich völlig neue Bewusstseinsräume für Anwendungsfeldern, in denen man sein Leben einfach auf vielfältige Weise verbessern kann. Genau. Und gerade Eva, du bist ja immer so jemand, der nach Möglichkeiten sucht, wie kann man seinen Cashflow verbessern? Und einfach mal so als Idee, weil was ich immer mitbekomme ist, dass Menschen viel zu sehr auf die ätherischen Öle fokussiert sind bei Young Living. Und ich möchte vielleicht jetzt auch nochmal so eine Bewusstseinserweiterung geben. Weil letztendlich ist es doch so, jeder muss sich selber irgendwie waschen, die Haare waschen,
sich selber sauber halten, braucht eine Creme und muss seinen Haushalt putzen, oder? Und sich schminken, zumindest ich. Und sich schminken. Und das am besten giftfrei. Also jeder möchte doch da irgendwie seinen Haushalt putzen. Sondern wenn wir jetzt überlegen, viele machen eben aus Unwissenheit, dass sie eben die, ich sage jetzt mal, falschen Produkte verwenden. Meinst du, wenn die Leute wüssten, was sie da für sich selber alles Schlechtes in Gang bringen, dass sie gerne ihren Haushalt auf giftfrei umstellen würden? Und das ist genau das, was du vorhin sagtest. Du hast genau, und wenn man sich jetzt überlegt, also Young Living ist ein Unternehmen, was fast 2 Milliarden Umsatz hat. Wir haben 6 Millionen Mitglieder auf der ganzen Welt. Die meisten davon sind Eigenanwender. Jetzt, wenn man sich das einfach überlegt, Young Living gibt es seit 25 Jahren, wir sind jetzt im 26. Jahr. Das heißt, die sind auch durch ihre Kinderkrankheiten durch. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, was das für ein Markt ist, Menschen suchen nach Möglichkeiten, giftfrei, es kommt immer mehr, dass Menschen einfach hypersensitiv sind. Die können es nicht mal mehr ertragen, wenn der Nachbar auf dem Balkon Wäsche aufhängt, die mit den normalen konventionellen Sachen einfach gewaschen sind. Es passiert uns mittlerweile schon, Gott sei Dank, dass Menschen gezielt auf uns aufmerksam werden und sagen, ich will bei euch mitmachen, weil ich möchte eben nicht mehr diese ganzen Gifte haben. Und wenn man sich das einfach mal bewusst macht, also jeder muss sich selber putzen, also jeder muss sich selber waschen und seinen Haushalt putzen. Menschen suchen nach Alternativen. Das heißt, und hier haben wir eine Möglichkeit, je nachdem, wie groß der Kuchenkrümel sein soll, dass man an diesem Topf praktisch beteiligt wird. Und was ich vorhin ja kurz eingeschmissen habe, ihr habt auch, oder Young Living hat auch tatsächlich eine Kosmetikserie rausgebracht. Ne? Auch das ist möglich, das damit abzudecken. Und wie du schon vorhin sagtest, es sind Produkte mit einer wirklich hohen Sogwirkung, wenn man einfach dieses Bewusstsein dafür entwickelt, an welchen Punkten man sich selber etwas Besseres tun kann als bisher. Und ich möchte noch einmal ganz kurz den Loop zurückmachen. Du hast gesagt, Menschen lieben Menschen. Network Marketing basiert darauf, dass du mit Menschen sprichst. Das heißt, wenn du überlegst, Network Marketing zu machen, dann solltest du dir bewusst sein, dass Kommunikation und Reden dein Begleiter werden wird. Du musst keine Angst davor haben, dass du Menschen mit Angeboten zuschmeißen musst, die du nicht kennst, die kein Interesse haben, von denen du nur hören wirst, dass du ein Spammer bist, weil wenn du es richtig machst, dann ist wirklich das Erste, was du machst, mal Kontakt aufzunehmen und zu gucken, ist für diesen Menschen das Produkt, was ich anbiete, und oder das Geschäftskonzept Network Marketing überhaupt etwas, was ihm an irgendeinem Punkt helfen kann. Wenn es das nicht ist, dann würde ich dich auch sehr herzlich bitten, davon abzusehen, ihm das vor die Nase zu halten. Und um das herauszufinden, ist tatsächlich der erste Schritt, erstmal Menschen kennenzulernen. Das durchaus auch proaktiv. Das heißt aber nicht eine Freundschaftsanfrage schicken und dann ein, willst du mal mein Produkt ausprobieren, hinterher, sondern wirklich erstmal den Kontakt aufbauen, wie du gerade schon sagtest, intensivieren, den nicht nur kurz anhauen, umhauen und wegrennen, sondern versuchen, stabile Beziehungen mit Menschen zu entwickeln. Das halte ich auch für eine Grundvoraussetzung, dass man sich als Network-Marketer damit wohlfühlt, damit identifizieren kann, dass das wirklich einen großen Part auch der Arbeit ausmacht. Ne? Also das ist die Basis. Das heißt, letztendlich geht es darum, immer mit genügend Menschen im Gespräch zu sein. Und die Kunst ist eigentlich am Anfang, mehr zuzuhören oder mehr hinzuhören und selber weniger zu sprechen. Und es gibt immer irgendwo einen Schuh, der drückt. Und dann kann man eben mal ein Angebot geben und sagen, möchtest du das verändern? Schau dir doch das mal an, vielleicht ist das was. Das kann eben das Produkt sein, aber es kann eben auch das Geschäftsmodell sein. Und ich denke zum Beispiel auch, das Geschäftsmodell wird in den nächsten Jahren für noch viel mehr Menschen attraktiv werden, weil ich finde, die Arbeitswelt verändert sich einfach sehr stark. Das heißt, wenn man selber mal in seinen herkömmlichen Job reinschaut, vor 30 Jahren war in der Bank zu arbeiten richtig cool. Wie hat sich diese Industrie verändert? Ja? Mhm. Ich bin so froh, dass ich da den Weg rausgeschafft habe. Ich wollte nicht mehr zurück. Und so ist das in vielen anderen Bereichen. Was ich mitkriege, ist,
Wenn ich mit Menschen spreche, Menschen stehen bis hier umhin in ihrem bisherigen Job, aber ihnen fehlen oft die Ideen, was sie machen könnten. Und da ist einfach mein Tipp, auch wenn man so sich seinen eigenen Arbeitsplatz anschaut, wie verändert sich die Umwelt? Ist die Tendenz da, dass es in 3 bis 5 Jahren eher besser wird oder dass es eher noch ein bisschen anspruchsvoller wird? Dann würde ich sagen, nutz jetzt die Zeit, wo du noch in deinem sicheren Job bist, in deinem Brotjob, und bau dir begleitend dazu nebenher was auf. Weil möglicherweise ist das dann in 3, 4, 5 Jahren so weit, dass, falls sich in deinem Hauptjob was verändert, du halt was machen kannst, dass du sagst, das bringt mich jetzt nicht irgendwie total unter Stress, sondern ich habe bereits was, was ich jetzt machen kann. Also das wäre so meine Empfehlung. Und dann kann man nämlich auch so nach und nach hineinwachsen in das Ganze, weil das ist ein Prozess. Es ist am Anfang, man muss überlegen, Menschen kommen aus dem Angestelltenverhältnis und wachsen jetzt ins Unternehmertum hinein. Das heißt, im Angestelltenbereich kriege ich gesagt, was ich tun muss. Und jetzt halt im Unternehmertum muss ich selber den Impuls von mir heraus haben, ich spreche jetzt mit Menschen. Und da braucht es eben am Anfang das an die Hand nehmen, das auch, wie mache ich denn das? Und ja, das sind halt jetzt auch so Sachen, wo ich noch mal mehr an mir geschliffen habe, um neuen Menschen, die jetzt halt hier auf Fuß fassen möchten, noch besser unter die Arme zu greifen. Mhm. Weil das sind letztlich die Hürden und die Hemmschwellen, die da sind. Ja, das heißt, das ist auch eigentlich wirklich das ganz Schöne am Network-Marketing. Du musst nicht umschalten von, so war mein bisheriges Leben und ab jetzt bin ich Unternehmer, sondern du hast einen sogenannten Mentor, also jemanden, der quasi dich auch in seinem Team hat. Ja, also das wäre dann die Karin jetzt bei Young Living und die mit dir dann einfach Stück für Stück bespricht, was könnte für dich vielleicht auch ein spannendes Feld sein, um da die Produkte für dich erstmal selber zu erleben und kennenzulernen. Was könnte für dich eine zu dir passende und angenehme Möglichkeit sein, mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit der du dann auch dich immer wieder austauscht? Bin ich on track? Wenn du sagst, mein Ziel sind es jetzt 7.000 Euro im Monat aufzubauen in folgender Zeit, dann kann man auch gemeinsam berechnen, okay, welche Schritte musst du gehen, und kann dann gucken, bist du quasi noch im Plan oder musst du einen Schritt schneller gehen oder kannst du auch einen Schritt langsamer gehen? Ja? Oder wenn dein Ziel 500 Euro sind, welchen Weg schlägst du dafür ein, um dorthin zu kommen? Genau. Das Schöne ist ja, dass man je nachdem, was die eigenen Vorstellungen sind, dass man eben dann sagen kann, okay, was braucht es dafür? Ist das realistisch? Kann ich das leisten? Oder ist da die Zeit zu kurz gesteckt, dass das Ziel zu groß ist? Und das kann man ja überlegen, das kann man ja gucken, was braucht es dann dafür? Mhm. Und ja, das ist genauso, wie du sagst, das Schöne ist eben im Network, dass je mehr der Sponsor einem hilft, also das, wo hat man das sonst in der klassischen Wirtschaft, dass jemand alles, was er weiß, dem Neuen beibringt? Normalerweise in der klassischen Wirtschaft ist es so, dass man dann Angst hat, dass der eigene Ast irgendwie abgesägt wird. Und deswegen wird man sehr vorsichtig sein, was man an Wissen weitergibt. Und bei uns ist es halt so, je mehr wir an Unterstützung geben, es ist ein Win-Win für alle, umso mehr ist es dann auch für denjenigen, der eben schon dabei ist, dass der auch weiterkommt. Und das finde ich eine sehr faire Geschichte und das ist das, was einfach Spaß macht. Ja, letzten Endes muss man sagen, ich habe mich letztens auch mit ein paar Zitaten befasst, wo auch mehrfach gesagt wurde, dass Network Marketing eigentlich die fairste Möglichkeit ist, leistungsbezogen Geld zu verdienen, weil du wirklich dann damit sehr erfolgreich wirst, wenn du, wie du gerade gesagt hast, dein Wissen teilst, andere unterstützt und weiterzuwachsen. Und du kannst auch in gewisse Einkommensbereiche im Network Marketing überhaupt nur dann kommen, wenn du mit deinem Team weiter wächst. Ne? Also nur dann, also, oder sagen wir mal, dann wird dein Rang quasi überhaupt nur in entsprechenden Bereichen möglich sein, sodass Teamwork wirklich eine ganz, ganz wichtige Grundvoraussetzung ist. Und ich werde für alle, die zugeschaut haben oder die sich das in der Aufzeichnung anschauen, natürlich Karins Kontaktdaten überall verfügbar machen, sodass, wenn du das Gefühl hast, es könnte für mich spannend sein. Ich finde auch die ätherischen Öle oder auch dieses giftfreie Leben, die Möglichkeit, da einfach bei mir
für mich selber, mir Gutes zu tun, interessant und spannend, und möchte mal mit der Katrin ausloten, ob das für mich ein Weg sein könnte, sodass dieser Weg natürlich geebnet ist. Genau, also wir können uns quasi auch mal virtuell beschnuppern. Da können wir gerne mal so einen 4-Stunden-Termin vereinbaren, um einfach mal so ein erstes Kennenlernen zu machen. Und dann kann man gucken, was die nächsten Schritte auch sind. Und ja, also sehr, sehr gerne. Genau. Also, wie gesagt, bei mir war es auch tatsächlich so, dass mein Schalter erst umgedreht wurde, als ich zum einen viele Menschen gesehen habe, die tatsächlich mit Network Marketing sehr erfolgreich waren. Vorher dachte ich mir, na, können mir alle viele erzählen, das ist sowieso alles nur Fake. Und ich dann aber auch viele Menschen kennengelernt habe, die wirklich tatsächlich sehr erfolgreich aufgebaut haben, bei denen ich mir sehr genau anschauen konnte, was sie machen. Und ich also wirklich erleben und mir selbst beweisen konnte, aha, ja, das funktioniert wirklich. Das war der erste Schalter. Der zweite Schalter war, dass viele Menschen, von denen ich denke, dass sie unternehmerisch durchaus auch einiges auf der Pfanne haben, sagen wir mal so ein Tony Robbins oder einen Robert Kiyosaki, gesagt haben, Network Marketing ist das genialste Geschäft dieser Welt. Und wenn bei mir heute alles zusammenbrechen würde, womit würde ich starten? Natürlich mit Network Marketing. Das hat bei mir auch nochmal einen höheren Vertrauensbonus gegeben, sodass ich überhaupt gewagt habe, den großen Zeh mal in den Network Marketing für mich bis dahin Eiswasserteich zu strecken und kann sagen, es ist wirklich, wirklich ein sehr interessantes Geschäftsmodell. Wie alles andere im Leben musst du hier auch deine Zeit investieren. Ja, also wenn das erfolgreich und wenn das blüht und ein gutes Geschäft werden soll, aber du hast hier die Möglichkeit, unabhängig davon, ob du studiert hast, unabhängig davon, wie viel Geld du mitbringst, unabhängig davon, wie hoch dein IQ ist, unabhängig von allem anderen, hast du die Möglichkeit, mit Fleiß und kontinuierlicher Arbeit dir hier wirklich was Geniales aufzubauen und auch noch mit sehr, sehr geringen Anfangsinvestments. Genau. Ja. Was ich dann ergänzen möchte, ist auch unabhängig vom Geschlecht. Wir haben heute immer noch die Situation, dass Frauen schlechter bezahlt sind als Männer. Auch das habe ich erlebt in der Bank. Ich war genauso gut wie ein männlicher Kollege. Wer hat die Gehaltserhöhung gekriegt? Nicht ich. Also ich habe dafür kämpfen müssen. Ich hatte es dann 4 Monate später. Aber das hat mir dann trotzdem so einen Beigeschmack gegeben. Wie ich dann schon draußen war aus der Bank, das war dann so um 2011 herum, hatte ich im Außendienst für ein Labor gearbeitet. Und da war ich am Anfang provisionsbeteiligt. Und ich habe Bayern aufgebaut. Und als dann der Umsatz sehr hoch geworden ist und das relativ teuer fürs Unternehmen geworden ist, dann hat man mir einen Angestelltenvertrag vorgeschlagen mit 3.000 Euro brutto. Ich habe mich so verarscht gefühlt. Und das sind genau diese Sachen, wo ich sage, das erlebst du halt im Network Marketing nicht. Da geht es darum, was hast du geleistet und dafür wirst du bezahlt. Und was hast du im Team geleistet? Je besser du das Team unterstützt, umso größer ist die Rückvergütung. Und ich kann ja hier unter das Video dann auch mal so ein Income Disclosure reingeben. Dann sieht man nämlich mal in dem unterschiedlichen Rang, das ist ein offizielles Dokument von Young Living, was ist im Durchschnitt in dem jeweiligen Rang an Provision gezahlt worden, was war das Schnellste, was war das Längste, was war das Niedrigste und was war das Höchste? Weil es ist alles möglich. Es gibt Leute, die einfach schon ein gutes bestehendes Netzwerk haben. Da kann es aus dem Stand Boom machen und jemand anderes muss sich das halt hart erarbeiten. Und deswegen können die Zeiten einfach unterschiedlich sein. Oder wir haben halt jetzt, denke ich, ein gutes Fundament gebaut. Und zum Beispiel mein Ziel ist, bis in einem Jahr die Diamond-Rang zu haben, dann sind es ungefähr im Monat um die 20.000 Euro. Also wo ich sage, ja, das ist doch was. Ja? Also dann, und das ist nicht, weil ich besonders geldgierig bin, sondern ich habe einfach so viele Ideen und Visionen in mir, wo ich sage, wenn die eigene Familie safe ist, dann ist es doch auch gut, wenn man vielleicht tolle Projekte unterstützen kann. Wir haben jetzt gerade erst einen Toilettenbau in Uganda mit begleitet. Da war es so, dass ein Waisenhaus, die hatten bisher nur eine Latrine und die mussten was verändern, haben eine Toilette gebaut und die haben echt keine Idee gehabt, wie sie die 10.000 Dollar zusammenbringen, haben es geschafft. Dann war das Ding fast fertig und sie haben es noch nicht benutzen können, weil die letzten
paar hundert Euro gefehlt haben. Und wir haben jetzt da 800 Euro zusammenbekommen und jetzt konnte die Lettenanlage fertiggestellt werden. Und sowas freut mich zum Beispiel. Ja, absolut. Ja, ich danke dir erstmal ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns mal hier sowohl in die Welt der Öle als auch in die Welt des Network Marketing hast hineinschnuppern lassen. Und du hast schon gerade gesagt, Network Marketing ist immer ein sehr beziehungsorientiertes, menschenorientiertes Business. Das heißt, ich glaube, es haben jetzt alle auch einen ganz guten Eindruck von dir bekommen. Und wer das Gefühl hat, hey, okay, da mag ich gerne andocken, da fühle ich mich wohl, das ist, könnte eine gute Connection geben. Ich habe Lust auf giftfreien Lebensstil, ich habe Lust auf ätherische Öle. Der möge sich bitte bei Karin melden, um einfach mal zu schauen, wie könnten die nächsten Schritte aussehen. Wie gesagt, von mir gibt es alle Daumen hoch für Network Marketing. Es ist wirklich ein spannendes Geschäftsmodell. Es kann ganz, ganz vielen Menschen großartige Chancen eröffnen. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben und gebe das letzte Wort sehr gerne an dich, liebe Karin. Okay, ja, also vielen Dank, liebe Eva, für die Zeit jetzt halt auch mit dir hier zusammen. Und ja, also ich glaube einfach auch, oder vielleicht nochmal anders gesprochen, und zwar die zwei großen Dinge, die ich einfach sehe, wo für viele ein großer Brocken ist, ist der hohe Stresslevel heutzutage. Und Menschen sind eben bis hier oben im Stress drinnen und da können wir sehr, sehr gut mit den ätherischen Ölen helfen, um runterzukommen. Weil erst dann, wenn ein Hirn nicht mehr im Stress ist, dann kann ich auch kreativ wieder sein und kann auch über Sachen nachdenken. Solange jemand im Stress ist, ist jemand im Tunnel. Und da können wir also wirklich ganz, ganz vielen Menschen helfen, überhaupt mal runterzukommen. Also das ist das eine, Stressreduktion. Und dann glaube ich auch, dass es wichtig ist, dass viel mehr Menschen viel mehr Spielraum in ihrem Geldbeutel haben, weil dann kann ich andere Kaufentscheidungen treffen, dann muss ich keine faulen Kompromisse machen. Und für mich geht es auch darum, zum Beispiel mit Young Living fördern wir halt auch ein Unternehmen, was absolut ökologisch ist. Ich habe mittlerweile schon 14 Farmen weltweit besucht oder ich war 14 Mal auf Farmbesuch, manche Farmen habe ich auch mehrfach besucht. Und bin sehr tief in den Produktionsprozess auch eingetaucht. Und was vielleicht an der Stelle auch nochmal wichtig ist, weil gerade für diejenigen, die noch nie ein Öl von Young Living in den Händen hatten, die können vielleicht nicht nachvollziehen, warum wir so in Verzückung geraten. Der Unterschied zu anderen Ölen ist, dass das Öle sich alle Wirkstoffe haben. Das ist nicht die Norm. Weil bei vielen ist es halt so, bei anderen Herstellern, dass die halt aus Kostengründen den Destillationsprozess kürzer halten und dann ist auch nur ein Teilspektrum von der jeweiligen Pflanze im ätherischen Öl drinnen. Und hier haben wir halt das komplette Spektrum. Ich sage immer, es kommt nicht auf die einzelne Geige an, es kommt aufs komplette Orchester an. Das heißt, der Komplex der Wirkstoffe macht die Wirkung eben auch aus. Und das ist der große Unterschied. Also ich kann das jetzt hier eben auch nur anreißen, aber vielleicht spürt ihr eben, das ist das, was den Unterschied eben ausmacht. Was ich gesehen habe, ist am Anfang, ist diese große Hürde für die Leute, ins Laufen zu kommen, eben in diese täglichen Routinen reinzukommen und auch einen Weg zu finden, wie kann man sich selbst präsentieren. Und da war für mich, letztes Jahr habe ich so ein Konzept der Wohlfühlabende entwickelt. Und ich habe das mittlerweile eben auch als Online-Kurs, sodass Leute eben auch aus allen Himmelsrichtungen mitmachen können. Und was mich da freut, ist, wir hatten eine Beta-Version davon im November, Dezember laufen, dass Leute innerhalb weniger Tage in die Umsetzung gegangen sind und durch diese Wohlfühlabende sich selber Leute eingeladen haben. Und jetzt geht es eben weiter und es läuft. Und da wird eben im April, Mai die nächste Staffel starten. Das heißt, da nehme ich die Leute wirklich an die Hand. Und dann kriegen sie sowohl das geschriebene Konzept, dass sie es vorlesen können. Es gibt die Aufzeichnung und es funktioniert alles. Also wir hatten Leute, die dann einfach den Laptop auf den Tisch gestellt haben und das, was ich da vorgemacht habe, mitgemacht haben mit ihren Gästen. Und dadurch konnten neue Leute gewonnen werden. Wir haben Teilnehmer gehabt, die mein Skript genommen haben und vorgelesen haben. Und wir haben Teilnehmer gehabt, die dann anhand von der Anleitung selber halt performt haben und alle drei Wege funktionieren. Und wie gesagt, das ist, denke ich, eine große Unterstützung. Da startet die nächste Staffel im April, Mai. Mhm. Wer das interessiert, kann sich auch gerne melden. Cool. Wer nach April oder Mai die Aufzeichnung schaut, der wird sicher auch irgendwann eine weitere Staffel finden, die losgeht. Einfach bei der Karin melden. Ich danke dir ganz herzlich. Vielen Dank, alle, die zugeschaut haben.
Die Kontaktdaten werden verlinkt und ich bin gespannt, ob euer Weg mit Network Marketing losgehen wird. Genau. Also, ganz, ganz liebe Grüße und einen schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.